Guten Morgen, wir sind in Townsville angekommen und sieht irgendwie cool aus, richtig alte Stadt hier. Irish Bingo. Was? Jetzt haut dann 4 raus. Oh. Jetzt hast du 4-mal das gleiche. Ja, könnte ich ja nicht ändern. Ja. Open Flap. Ich versuche mein Glück. Bingo muss man hinkriegen. Das Wort Bingo. Begin. Auch nicht. Mist. Wir haben hier das coole Heft bekommen von ein paar anderen Backpackern. Und wir sind gerade ungefähr hier. Ja, hier sind wir circa. Hier sind wir mit der Fähre angekommen, sind dann hier hingefahren. Runter, gestern waren wir hier. Hier ist der Cradle Mountain. Und jetzt fahren wir hier hin. Das gehört noch mit zu dem Cradle Mountain National Park. Ist aber wo ganz anders. Da werden wir heute ein bisschen wandern. Und hier unten ist Hobart, die Hauptstadt. Hier gibt es auch mega coole Sachen zum Anschauen. Ja, und dann werden wir am Ende wieder hier hochfahren. Zieht euch mal die Straße rein, die ist übel geil. Übel geil im zweiten Gang. Junge, schau dich das an. Also Kupfer haben die da früher geschürft. Nee, aus Gold dann Kupfer. Okay, hier gibt es anscheinend übelst viel Kupfer. In der Gegend. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Stadt da. So, auf dem Weg sind wir mal wieder an Wasserfällen vorbeigekommen. Hier sind die Nansen Falls, da laufen wir mal kurz hin. Kann ich aber nicht wandeln, Mann. Ich möchte Eierhiebe und Käfleder. Hier ist mal wieder eine ultrahaarige Raupe am Start. Mit kleinen roten Füßchen. Erstmal wird hier schön gekocht. Hallo. Wie immer gibt's Spaghetti mit Tomatensauce. Ja, heute mal keine Spaghetti. Unser Geheimtipp ist nämlich hier. Nein! Das hier noch die. Nein! Mamfi ist auch sehr begeistert. Nein. Dass hier noch der leckere Tuna dazu reinkommt. Schön sauber machen. Alle Keime müssen weg. So, wir haben jetzt einen Walk gestartet. Der geht 14 Kilometer. Den soll man eigentlich nicht mehr nach 2 Uhr starten, aber jetzt ist 2:30, also muss es eigentlich noch gehen. Da geht man irgendwie zu so einem kleinen See und zu so einer Bergkette. Sieht ganz cool aus. Bin mal sehr gespannt. Bisher ist noch alles wieder auf so einem Steg. Da vorne hört er auf. Das ist auch ein heftiger Baum. Ich dachte zuerst, man muss da unten durch für den Weg. Aber es geht hier weiter. Der hier ist auch krass. Ordentlich groß. Zieht euch die heftige Wurzel hier rein. Von dem umgekippten Baum. Das sind noch richtige
richtige dicke Steine drin und so. Ein riesiges Ding. Das ist auch krass, das sieht aus wie Korallen. Zieht euch mal die Bäume rein. Die sind heftig. Alle abgestorben. Hier sind wir jetzt. Da sind wir gestartet. Und hier müssen wir noch rum. Fehlt schon noch ein Stück. Der Wald gefällt mir richtig gut. Der ist so chaotisch irgendwie. Ohne dass da groß viel verändert wurde vom Mensch. Da liegt einfach alles irgendwie rum. Die Bäume wachsen, wie sie wollen. Ja, und irgendwie sieht irgendwie so richtig urig aus. Ich meine, schaut euch das mal an. Überall Moos, krumme Bäume. Irgendwie cool. Oder hier hängt überall irgendwie solche weiße Fäden von den Bäumen. Ah, das sind kleine Wurzeln, die da rauskommen. Das ist ja witzig. Hier ist schon wieder ein ganz anderer Abschnitt. So eine Lichtung. Es gibt, was ja Theorien gibt, dass es überhaupt ein Mensch so wie der Mensch ist, weil er einfach Wochen gelernt hat. Wir sind endlich am See angekommen. Der Shadow Lake. Aber hier gibt es anscheinend nicht so viele Körnchen. Nee. Ja, ich würde auch noch ein gescheit. Pass auf, okay. Ich will die kann echt angreifen. Vor allem, wenn ich sehe sie nicht mehr. Ich auch nicht. Ich habe mit meinem Handy ein Bild. Wir haben gerade eine Schlange gesehen. Das war eine schwarze. Nicht so groß. Die ist aber gleich weg. Ich konnte sie leider nicht filmen, aber Mumpy hat einen Pick gemacht. Das mache ich dann gleich rein ins Video. Cool, hier ist eine Brücke. Hier sind wir fast zurück. Hier ist ein kleines Känguru. Ein Wallaby wahrscheinlich. Hallo, Kollege. Jo. Das sind die australischen Händetrockner. Richtig geil, das Logo.
Ich habe gerade rausgefunden, was das für eine Schlange war. Das war die tasmanische Tigerotter oder auch schwarze Tigerotter, die viertgiftigste Schlange in Australien. Also die kann töten. Und wir sind da hingerannt. Aber anscheinend beißt sie selten, habe ich gemeint. Also, so, wenn sie Hunger hat. So dumm war es vielleicht nicht.